Wie viel haben wir denn? 18 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein paar Stündchen Zeit. Sagt ihr nochmal die Uhrzeit? Komm mal. Ach, danke. 23:30 Uhr haben wir ein Date in der Küche. Da wird nicht gekocht. Vielleicht. So, da vorne der Pen, bei dem haben wir schon gequatscht. Können wir hier rein? Termin hat zu tun, weil wir sehr viel in Unruhestadt sind. Das hat das damit zu tun. Mann. Hyrule waren wir immerhin mal. Aber wir sind ja nur in Unruhestadt. Okay, Sibyl, ich grüße dich. Wie geht's dir? Hast du was Neues zu meckern? Wenn ich mich so anziehe? Hör auf, diesen Kaffee zu suchen. Okay, cool. Wie geht's gut? Ah, das freut mich. Cool. Aber Unruhestadt liegt noch ein Termin, oder nicht? Alina, willst du nicht Animal Crossing spielen? Tu uns den Gefallen. Dann wird er gelaufen, jetzt fahre ich mit dem Bus zurück. Um zu rauchen. So, weg mit dem Hund. Ciao. Machst aber auch Sachen, Aileen. Machst aber Sachen. So, was ist eigentlich, wenn wir jetzt mit ihm so reden? Die Maske. Das Kaffee ist Maske, nicht wahr? Die Sorgen einer liebenden Mutter spiegeln sich in dieser Maske wieder. Leider ist es nicht die Maske, nach der ich verlangt habe. Ach so, ja gut. Weiter so. Du bist richtig, um meine Maske zurückzubringen. Ich stelle nur Fragen. Lass das. Emina, ich kann nur temerieren. Terrarium. Terraria, ist mir egal, ich gehe jetzt hier rein. Ich bin halt ein bisschen überfragt. Warum? Warum? Ich bin ein bisschen überfragt, wo wir jetzt in der Zeit noch hingehen sollen. Und vielleicht noch ein paar Leute irgendwie... ja, abzufangen und ein bisschen mit denen zu reden. Können wir bitte gehen? Wohin? Können wir... Nee, hör mir zu! Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Warum? Diese Frage auch. Wohin? Diese Pisse hier keinen Bock hat. Wohin? Oh, aber schmeiß mich vorsichtig, ja? Schmeiß mich bitte vorsichtig. Ich habe hin und wieder am Waschplatz gesehen. Wer ist er? Hat er was ausgefressen? Was ist denn überhaupt mit den anderen Masken dann? Ich zieh die mal an. Was sagt er dann? Mit so einem erkrankten Maske könnte ich nichts anfangen. Was macht er da? Absolut wild. Okay. Ich habe aber noch keine Ahnung, wo es um Gerüche geht. Habe ich absolut keinen Plan. Er schnüffelt. Ja, es hat ja wirklich schon was damit zu tun. Besser riechen und. Aber wo? Nur reicht für den Stream nicht aus. Ich kann nur noch den Chat lesen und Marco nicht sehen. Aber dann hast du alles richtig gemacht. Dein Handy will dich nur beschützen. Alles richtig gemacht. Stock, schnüffelst du oder schmeißt mich auf den Fernseher? Darüber müssen wir reden. Gehen wir hier weiter. Sieht das komisch aus? Mach mal das nicht so in Zelda. Stört's nicht! Gut. Ich weiß nicht, woran er schnüffeln wollte, denn wir müssen alles ausprobieren. Wir gehen nochmal hier rein. Gehen wir nicht. Geöffnet ab 22 Uhr. Nun ist besser, hallo. Der Jürgert? Schildpfeile. Können wir mit ihm auch normal reden? Hi. Hi. Oh, falscher Knopf. Dem Jücket, dem Jücks wirklich, dem müssen wir auch helfen, hey. Oder?
Wir haben zwar nicht viel, aber was wir haben, ist von äußerer Güte. Seh dich nur um. Okay. Du. Okay. Oh, ist falsch? Nee, ist falsch. Das ist falsch. Yo, oh yeah, das fällt mir ins Bein, Baby. Übrigens, ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du den Fluss halt okay. Nein. Spiel das Lied, das du für mich geschrieben hast, wenn du willst. Oh nee, das muss ich noch mal. Boah, Milchtütenprinzessin. Ach, cool, aber ich liebe dieses Spiel, ich auch. Schön, dass du da bist. Hat das Mückenstiche? Sah so aus. Ja, kann sein, ne? Irgendwann ist im Rücken passiert. Ist sie wieder da? Der Song war falsch. Der Song war falsch. Den werde ich nie wieder hinbekommen. Oh mein Gott. Ich habe mich verklickt. Ich hätte abbrechen sollen. Das ist jetzt nicht gut. Krieg ich nie wieder hin. Das Ding ist durch. Wir werden ihn nie wieder sehen. Hast du was zu erzählen? Hallo. Ah, okay. Wieder mit dem Pulverfass hier das Ganze. Ja, was ist das hier für eine Tasche? Herzlich willkommen. Falscher Knopf. Siebenmal verklickt, zweimal nur, reicht. Zweimal verklickt. Aber ich habe doch schon eine Bombentasche. Ist sie größer? Mach ich mal. Danke, sehr gut. Demnächst haben wir auch eine größere Bombentasche im Sortiment. Das haben wir schon gemacht. Ja, das haben wir schon gemacht, weil wir der Frau geholfen haben. Ich habe damals die Pokémon-Karten gesammelt, wirklich als die First Edition rauskam. Ein paar habe ich noch davon. Und Pokémon, das letzte, was ich gespielt habe, war Schwert. Nee, ach, Bullshit. Ich habe Pokémon Snap danach noch gespielt und Pokémon Arceus. Das haben wir auch hier gemacht. Ja, aber die aktuellste Version habe ich von Pokémon nicht gespielt. Habe ich nicht gemacht. Spielst du eigentlich Fortnite? Ja, mache ich gerade. In dem Land war ich auch gar nicht. Oh, Milchschnittenprinzessin. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Doch, hier war ich schon mal. 4, 3, der rennt gerade, ne? Der rennt im Bett. Hoch, du hast mich erschreckt. Und da brauche ich mein Training nicht, ja. Aber das mit den 10 Sekunden haben wir ja schon mal gemacht. Können wir mal probieren? Boah, ich war ja wirklich letztens mit 10. Oh krass, das hätte ich nicht gedacht. Und nochmal Milchschnittenprinzessin. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, das ist genau. Fortnite, Majora's Mask. Siehst du, habe ich nicht gesagt, dass es schwer ist. Du siehst aus, als wolltest du etwas nochmal versuchen. Ich glaube nicht. 2 Rubine, Halsabschneider. Wir haben es schon mal gemacht. Was sagt er denn, wenn wir das hier tragen? Okay, der sagt das Gleiche. Ja. Moin, Benzer, ich grüße dich, wie geht's dir? War auch alles gespielt und gesammelt. Karten habe ich schon mindestens 1.000 Euro ausgegeben. Ich meine, die Pokémon-Karten hatten ja auch während Corona einen unglaublichen Hype. Aber wenn es dir halt Spaß macht und dass jetzt diese 1.000 Euro nicht in 3 Wochen waren, warum nicht? Ist halt ein Hobby. Ist halt ein Hobby. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Lesen wir nochmal kurz. Einsammlung, Lieferung, Abendübungen. Das Motto der Woche, faulenze nicht den, der Himmel und deine Frau sehen alles. Okay. Himmel und Frau sehen alles, merken Leute. Da können wir nicht rein. Haben wir hier noch? Oh, hier haben wir auch noch was. Und
Milchtütenprinzessin, nochmal vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Garados Holo. Ich hab, was hab ich noch? Ich hab auch noch alte Holos. Pummeloff Holo habe ich, glaube ich. Und Benzer, danke für den Support. Und 6 oder 7 Stück müssten es sein. Da so im Dreh. Da so im Dreh. Geht auch zu Pokémon, solchen Pokémon-Tausch- und Spieltreffen. Ja, okay, dann ist es schon gefühlt fast mehr als ein Hobby. Also, safe halt ein richtiges Hobby, ja, ja. Käse hat auch super gehört für mich heute. Kuss geht raus an meine Eltern. Danke dafür, fürs Essen geben. Was ist mal Bauerntopf? Man sucht damit auch Pokémon-Karten. Aber, der Autist ist, sortiert er gefühlt fast jeden Tag. Okay. Was ist wohl, sortiert erst noch und so weiter. Ja, okay. Das ist doch was Schönes. Hauptsache sortieren. Brokkoli-Nudelauflauf hört sich auch sexy an. Okay, wir haben erst 8 Uhr, wir haben immer noch 3 Stunden. Wir könnten ein Lied spielen, um die Zeit nach vorne zu schlagen. Aber wir müssen gucken, dass wir hier noch irgendwas erwischen, was wir nicht kennen. Mit wenig. Es war okay vom Loch her. Ich hab's ja nicht gemacht, ne? Da ist mir ja trotzdem dankbar. Da meckert man nicht. Hauptsache sortieren, das kannst du mal nach. Nach Element und so weiter. Ach, voll gut. Ist doch gut. Es ist 8 Uhr abends, können wir rein. Schade. Eigentlich gerade so überlegt, dass wir zur Omi gehen. Und, dass sie uns eine Geschichte vorliest. Aber, ja, ist zu. Zu. Hackfähigkeit auf dem Bobby und Tomat. Au. Oh, Topf, guter Topf. Hier waren wir drin, ne? Das haben wir gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Das können wir machen. Hallo. Ich glaube, wir haben einen Besuch, Liebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Oh, möchtest du einen Versuch wagen? Die Krabbelbienen-Schießbude ist den ganzen Tag über geöffnet, nicht wahr, Schätzchen? Okay. Und nochmal Milchtütenprinzessin. Danke, danke, danke. Wenn mir das so schwer, zeige ich gleich, zeige ich gleich. Ja, ich spiele mit Spielzeug. Leg ihm einfach was zum Sortieren, Kind ist glücklich. Ja gut, wenn es ihm Spaß macht, warum soll man denn meckern, ne? Okay, Krabbelminen. Fällt allerdings herunter, ist das Spiel vorbei. Stimmt, Schätzchen? Bist du bereit? Lass die Musik spielen. Moin, Mario, ich grüße dich. Wie geht's dir? Oh. Oh Gott. Ich darf nicht runterfallen. Das sieht nicht so gut aus heute. Einfach mal ein bisschen rumballern hier. Oh Gott. Das wird auch nichts. Da ist noch eine. Die haben wir auch bekommen. Wunderbar. Wir sind gerade relativ weit unten. Oh Gott. Müssten eigentlich noch 2 sein, ne? Eine noch. Das wird nix. Schade, knapp. Boah, das ist wirklich schwieriger als in der Queen of Time. Ja. Ja. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Milchhütte, für den ganzen Support. Dankeschön. Das war's. Schade. Es war jetzt vorbei, Liebling. Es kam mir vor, als würde ich träumen, Schätzchen. Ja. Ja, ihr habt besucht. Ja, hier ist ein Kunde. Ich möchte nochmal spielen. Jetzt weiß ich, was abgeht. Darf nicht runterfallen. Genau. Jetzt schaffen wir es, Leute. Jetzt schaffen wir es. Daumen drücken. Oh Gott, ich rolle. Ich weiß, wie es geht.
Wie hat die denn getroffen? Ach du Heilige. Dup, 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 hier vorne mit seiner Kopter ist er. Haben wir auch bekommen, wunderbar. Die gehen genau dazwischen her, schön. Die können klappen. Klappt nicht. Die hat wirklich getroffen. Die ich einfach nach links geschossen habe, hat getroffen. Die hat auch getroffen. Eine ist irgendwo noch. Da ist sie. AG7, ich grüße dich, wie geht's dir? Schön, dass du da reinschaust. Mann! Bra, bra, bra. Nächste Runde. Gut, das freut mich. Mir geht's auch gut, Daniel. Nachfrage. Ich will spielen. Bis gleich, Max. Das dreht sich auch nach einer Zeit immer schneller, ne? Wie ist die darüber gekommen? Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Einfach so ein paar mit her spammen. So, die müssen wir bekommen. Daneben. Safe daneben. Ah, wo müssen wir jetzt hin? Das wird nichts. Mit den letzten beiden, sobald es ein bisschen schneller wird, sofort Probleme. Wieder eine. Ah. Ist der Stock noch gar nicht da? Der Stock war eben auf Twitch auf jeden Fall da. Danke, Imke. Dankeschön. Ah, woher jetzt ist, das weiß keiner. Nächster Versuch. Wir dürfen keinen nächsten Versuch machen. Oh. Stock ist auf Twitch. Stock ist auf Twitch. Und Imke, vielen, vielen Dank. Ja, der atmet zu sehr. Wir haben ihm sein Zimmer geklaut. Wir könnten aber doch mal hochgehen. Sind wieder ein paar Stunden vergangen. Wie viel haben wir denn jetzt? 10. Gehen wir in die... Ja, ne, wir haben 10. Da dürfte eigentlich noch keiner in der Küche sein. Genau, ja. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Da reinschauen? Ne. Der arme Corona, ja. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Ganz klein bisschen blöd gelaufen, also... Hat er den gleichen Namen wie wir? Ach, hier sitzt die Omi. Die verschieben uns auch auf morgen. Okay, die ist mit. Das Wasser mal zugucken, ich muss Feuer löschen gehen. Warte, Harry, danke, dass du da warst. Vielen Dank für den Einsatz. Ist jetzt hier was? Tut nur für Angestellte. Oh ja, Danny, oh ja. Jonas Mask ist noch lieber. Ocarina of Time auch safe. Milchtütenprinzessin. Danke, danke, danke. Für den weiteren Support. Vielen, vielen Dank. Hochbude, ja. Ich habe immer noch keine Bombe, ne? Ne. Immer noch nicht. Eugen, mir geht's gut. Wie geht's dir? Grüß dich. Und hier müssen jetzt die anderen Zwillinge drin sein. Die spielen immer noch Karten. Ist hier noch einer? Nur Käfer. Überall Käfer. Küche, in den Zimmern. Traum. Bis gleich, Doc. Viel Erfolg. Pia, danke für den Support. Geht's gut, freut mich, Eugen. Dankeschön, Pia.
Wir haben jetzt gleich noch eine Stunde Zeit. Sag Angel, ich grüße dich. Es gibt bestimmt so viele Sachen, die wir machen können, aber zu wissen, wo und wie. Das Gesundheitsamt, das sieht er. Hör mir auf. Hör mir auf. Muss ich an unsere Dönerbude denken. Wie hat's dir gefallen, Crazy Wolf? Wie fandst du Harry Potter, die Bücher? Sehe ich das richtig auf der Karte? Irgendwo hier soll eine Kiste sein, da oben? Zum Waschplatz könnten wir noch gehen. Ein bisschen Zeit haben wir. Das können wir machen. Ah, hat wieder Nachtschicht am Pumpen. Löcher in den Himmel am Starren, schön. Und Milchschüttenprozessen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Lalala, sie sagen, ich war zu laut, viel zu laut, als ich auf meinem Zimmer übte. Sind sie böse? Ich bin traurig. Jetzt denke ich nur an die Vergangenheit, damit ich nicht an die üble Gegenwart denken muss. Ja, ja, das werde ich tun. Hochverehrtes Publikum. Vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Band mit Hunden und Eseln und so. Wie konnte ich, wie war es nur möglich? Ein Mensch da unten und unter Tieren. Ist er selbst denn auch so eins? Sie waren alle großartig, aber etwas gab es, das hat mich gestört. Warum er? Warum nur der Hundekerl? Was war los mit mir? Was war los mit ihm? Oh, dieser Hund. Er war erstaunlich. Er war der beste Bandleader, den man sich vorstellen kann. Er hat immer alle motiviert. Und deshalb habe ich sie gestohlen. Die Maske von dem Hund. Ich war's, der es tat. Ich wollte sie haben, weil es die Maske des Bandleaders war. Aber ich brauche sie nun nicht mehr. Ich gebe sie meinem Gast. Bremer Stadtmusikanten. Ach ja. Schönes Easter Egg. Aber was ich mit der Maske will, weiß ich nicht. Die Maske gehörte dem Lieder einer tierischen Band. Besonders kleinere Tiere fühlen sich von ihr angezogen. Der Hund, er war ein guter Lehrer. Seine Schüler erlangten rasch die Reife und wurden zu Erwachsenen. Sein Schulpaket ist abgenommen, das wurde im Notizblock vermerkt. Das ist schon cool gemacht, aber wo? Irgendwas mit Kleintieren können wir die benutzen? Ich glaube, ich muss gleich auf eine andere Party gehen. Die Uhrzeit! Wir müssen in die Küche. Danke Mario für den Tipp. Aber in die Küche. Wir haben ein Date. Und warum ist hier eine zweite Fee oder ist es die wandert einfach nur? Da ist sie. Hallo. Milchtütenprozessen. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Lass uns in der Küche reden. Okay. Was sagt sie jetzt? Wie findest du mich? Okay, in der Küche wollen wir reden. Mit einem Geheimnis. Ja, dann, warten. Können wir hier krabbeln? Können wir hier eigentlich krabbeln? Okay. Ist die gleiche für die Wandert? Okay. So. Was wird denn hier Feines gekocht? Süppchen. Zeit verlangsamen hat schon Vorteile, aber hat auch Nachteile. Hallo. Fall nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine Krabbelmine durchschießen können. Aber ob das was wird? Und irgendwie müssen wir uns noch schauen, dass wir eine Bombe uns besorgen.
Eine Bombe wäre schon super. Ich würde es halt gerne im Zimmer mal ausprobieren, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Birgit, wie kann ich helfen? Hallo. So. Es tut mir leid, dich so spät noch mit meinen Sorgen zu belästigen. Es geht um ihn, Kaffee. Ich habe einen Brief von ihm erhalten. Das ist schon merkwürdig. Ein Brief von einer vermissten Person. Aber es gibt keinen Zweifel. Der Brief ist von ihm. Ich fühle es. Bitte. Was denn? Ich nehme diesen Brief. Wenn der Brief zugestellt wird, wenn er ihn in Händen hält, dann hast du die Chance, ihn zu treffen. Bitte sag ihm, dass Anja auf ihn wartet. Und bitte, nachdem du ihn gesehen hast, sag mir, wie er aussah. Ich habe Angst, ich kann nicht gehen. Erlaubst du mir, dich um dies zu bitten? Klar. Ich danke dir von ganzem Herzen. Okay. Boah. Das heißt, schmeiße ich jetzt sofort den Brief ein? Warte ich dann morgen auf den Postboten, verfolge ihn, bis er dann beim Karfall den einwirft und dann kann ich ihn schnappen? Ich weiß noch nicht. Rasch bringe den Brief für sie zu einem der Briefkasten. Okay. Okay, okay. Jonas hat einen Willi eingeholt. Haha, krass. Wahnsinn. Bitte wirf diesen Brief früh... Okay. Früh morgens erst einwerfen. Alles klar. Jetzt haben wir 12 Uhr. Ist hier was? Nochmal Klo checken? Was meinst du mit Klo? Das hier? Das ist ein Klo? Papier bitte. Also. Boah, ich bin echt überfragt. Don't do it, ne? Okay. Juri, ich grüße dich, wie geht's dir? Nee. Also, entweder wir müssen diese Questreihe zweimal machen, dass wir den Brief nochmal bekommen. Wer auch immer dieser Person... Okay. Tja, wir brauchen Papier. Nicht den Brief, brauchen wir nicht. Du lebst jetzt auch gut. Deine Nachfrage. Das soll ein Klo sein. Ist hier Papier? Wie könnt ihr denn Papier haben? Jetzt zweimal bist du optimistisch. Oh Gott. Oh Gott, okay. Wir werden anscheinend diese Quest dann öfter machen. Okay, auf die Deko-Urkunde wäre ich niemals gekommen. Wow. Schaffen wir das noch? Ich weiß nicht, wie lange diese Hand da ist. 54132. Scheiße. 515 1423. Okay. Ich würde es nicht über Herz bringen, den Brief zu nehmen, egal wer auf die Zeit zurückdrehen kann. Wie meinst du das? Den Brief würde ich auch ihm jetzt nicht geben. Ich würde jetzt oben das Mondstück holen. Und mir die Urkunde abholen. Ich wusste gar nicht, dass die Hand da immer um einen ist. Und schon mal vorweg, danke für die Tipps, aber... Nicht zu viel. Lass mich gerne verzweifeln. Der Brief ist dann weg. Okay, nevermind. Machen wir nicht.
Geht nur ein Quest-Item. Okay, das wusste ich nicht. An den Brief in die Hand geben wir das Klopapier. Ja, gut, aber wenn wir die Story halt kennen. Tipp viel besser, Dankeschön. Okay. Die Klohand. Ich würde trotzdem noch mal reingehen.